Entschuldigung. Bitte um Entschuldigung, aber ich dachte nicht, dass es heuer, wir sind heuer in einem größeren Saal, wir haben heuer mehr Platz, aber ich habe nicht gedacht, dass es genauso wird wie voriges Jahr in der Musikschule, wo es ja an und für sich sehr schlimm war. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich möchte Sie alle recht, recht herzlich begrüßen. Es freut uns natürlich schon, dass so viele Strecker oder ich möchte auch sagen, von weiter her zu uns gefunden haben, um uns bei unserem Frühlingskonzert zuzuhören. Ja, der Frühling ist da. Man kennt ihn zwar noch nicht so, aber die Bäume blühen. Es ist an und für sich schon frühlingshaft, wenn auch die Temperaturen noch nicht da so sind, aber ich glaube, für das Frühlingskonzert ist jetzt schon die passende Zeit. Ich habe natürlich jetzt einige Begrüßungen noch zu machen, und zwar möchte ich ganz herzlich begrüßen unseren Herrn Bürgermeister Hans, Magister Hans Würzburger. Herzlichen Dank. Herrn Stadtpfarrer kann ich noch nicht begrüßen, der wird noch etwas später kommen. Ich glaube, der hat noch eine Messe, aber er wird kommen. Und dann begrüße ich den Herrn, unseren Herrn Altpfarrer. Und zwar den Herrn Konsistorialrat Erwin Ecker. Lieber Erwin, du wirst ja heute von uns geehrt. Und dann möchte ich noch ganz herzlich in Herrn Karl Diewold, Vertreter des Chorverbandes Oberösterreich, der die Ehrung dann vornimmt. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist, das freut uns ganz besonders. Besonders begrüßen möchte ich natürlich alle anwesenden Vereinsobmänner. Ich habe ja einige gesehen beim Eingang, die gekommen sind. Ganz besonders möchte ich natürlich den Ehrenobmann der Stadtkapelle Steyrig, in Herrn Anton Frühmann mit seiner Gattin Traudi recht herzlich begrüßen. Die Traudi. Die Traudi hat ja viele, viele Jahre als Sopranistin bei uns in unserem Chor mitgesungen. Schön, dass du immer noch unser Gast bist. Ja, und dann möchte ich natürlich den Herrn Kapellmeister Günther Strasser begrüßen. Schön, danke, dass du gekommen bist, dass du auch mal von ja, ich möchte natürlich unsere Sponsoren begrüßen. Ich habe sie zwar nicht alle gesehen, ich weiß nicht, ob sie hier sind. Und zwar, Sponsoren sind natürlich immer notwendig. Man braucht die immer, um so ein großes Konzert zu bewerkstelligen. Und es ist immer wieder gut, dass sich da einige finden, die uns da unterstützen. Und zwar ist es der Herr der Rudolf Wegscheider von der Firma Wegscheider. Der Max Parzer, den habe ich gesehen, der ist Geschäftsführer. Der Herr Direktor Anton Hanl von der Raiffeisenkasse Steyrig, den habe ich zwar nicht gesehen. Und Herr Altgraf Magister Niklas Salm Reifenscheid. Jahres. Die Natur schmückt sich und beginnt zu blühen. Die Frühlingssonne umschmeichelt uns heute zwar nicht und wärmt unser Herz, versetzt uns in positive Stimmung. Zu dieser positiven Aufbruchsstimmung wollen wir Sie mit unserem Gesang beitragen. Unser Sangeskollege Sepp Buchner wird das Konzert kurz und prägnant moderieren. Dafür danke ich sehr herzlich. Der größte Dank aber gebührt unserer Chorleiterin Magister Segli Kovac,
die uns immer sehr gut für unsere Konzerte vorbereitet. Dankeschön. Liebe Gäste, ich habe jetzt noch eine ganz schöne Sache, die ich Ihnen sagen möchte, mir da aufgeschrieben, und zwar folgendes. Wir haben den Aufgang, den rechten Aufgang zum Stadtsaal neu gestaltet. Und zwar war das der Grünstreifen, der rechte Grünstreifen, vielleicht haben Sie es bemerkt. Und zwar im Zuge der Umweltsäuberungsaktion. Und die haben wir gemeinsam mit der Hilfe der Gemeinde, herzlichen Dank an die Gemeinde, und unseren Asylwerbern, unseren jungen Menschen, die hier im ehemaligen Weißen Wolf wohnen, und einigen Strecker, Bewohner, haben wir diese Fläche verschönt. Und da möchte ich mich auch bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken. Um die derzeitige Toilettensituation hier im Stadtsaal etwas zu entschärfen, haben wir eine Damentoilette in unserem Vereinslokal, das hier gegenüber, direkt zeitlich gegenüber dem Stadtsaal liegt, erdgeschossig geöffnet. Also wir haben hier zwei Toiletten, wir haben hier eine Toilette und wenn es ist, haben wir auf in der Gemeinde auch noch eine Damentoilette. Und damit will ich Sie jetzt aber nicht mehr länger bereden, sondern wir wollen Sie ja besingen. Herzlichen Dank. Unseres Konzertes. Auch ich darf Ihnen einen sehr schönen und hoffentlich angenehmen Abend wünschen und Sie mit möglichst kurzen Worten das Programm führen, denn wir wollen singen und nicht reden. Heuer haben wir ein besonderes Konzert mit vielen Musical-Melodien, Filmmelodien, Schlagern, Musicals, die weltweit produziert wurden, die tausende Mal aufgeführt wurden. Sie haben unendlich viele Menschen erreicht, Millionen Menschen erreicht. Und das Motto des Frühlingskonzertes ist Grün, so grün. Sie kennen ja das Lied, wie es weitergeht und können es wahrscheinlich singen. Stammt aus dem bekannten Musical My Fair Lady, das 1956 in New York uraufgeführt wurde und dann insgesamt am Broadway 2770 Mal aufgeführt wurde. Die Geschichte dahinter vom Blumenmädchen Eliza und von Professor Higgins möchte ich Ihnen nicht erzählen, würde zu lang werden, Sie kennen sie. Higgins ist es gelungen, der Eliza eine Sprache zu lernen, wie er es gewollt hat, und er hat seine Wette gewonnen, und all die anderen Dinge, die kennen Sie ohnehin. Das zweite Lied, also ich muss schon sagen, bei Es grün zu grün gibt es ja ein Solo, und unser Solist, der uns das so also eindeutig sagt, wie grün es grönt, ist Walter Stumpf, und der kann das, er ist ja auch ein guter Theaterspieler, wie Sie wissen. Das zweite Lied, das ich auch gleich ansage, aus demselben Musical, Ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze Nacht heute Nacht, wirft eigentlich nur ein Schlaglicht auf Elizas Träume. Und das dritte Lied, Wäre das nicht wunderschön, zeigt auf, wie bescheiden eigentlich die Wünsche von diesen Blumenmädchen sind. Ein warmes Zimmer, warme Füße und vor allem jemand, an den sie sich anlehnen kann. Also bescheidene Wünsche, die jeder eigentlich hat, und jetzt genießen Sie mit uns die Musik, die wir Ihnen singen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. 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 Ich glaube, es abgeht. Ich glaube, es abgeht.
Oh,
hoffe, der flotte Anfang hat Ihnen gefallen. Der nächste Block, Hello Dolly. Dieses Musical basiert auf einer etwas verworrenen Geschichte von einem geizigen und eigenbrötlerischen Mann, der glaubt, dass er doch noch heiraten sollte. Er nimmt Kontakt mit der Heiratsvermittlerin Dolly auf. Das ist heute, würde das viel bequemer gehen. Barschi-Parte und wie das alles heißt. Ja, naja, jedenfalls, das war dort mal so. Und die Heiratsvermittlerin Dolly, das ist interessant, letztendlich verliebt sie sich in diesen geizigen Ungusto, würde man heute sagen. Ungusto ist so ein richtig müffelnderisches Wort. Und das freut den Ungusto und das verändert ihn aber auch. Die Urführung dieses Musicals, das mit Barbara Streisand und Walter Matthau verfilmt wurde, war 1964 in New York, wo das Stück 2844 Mal gespielt wurde. Zum nächsten, liebe Zuhörer, beim vorigen Frühlingskonzert, da können Sie sich erinnern, mit dieser überfüllten Musikschule, da haben wir Udo Jürgens unsere Referenz erwiesen, der 2014 eben überraschend und doch plötzlich gestorben ist. Wir wollen ihn heuer sozusagen noch einmal ein bisschen in Erinnerung rufen und wir singen drei Lieder von ihm. Das erste ist 17 Jahre blondes Haar, Solist ist Florian Bergthaler, an den können Sie sich erinnern, wenn Sie ihn sehen. Ja, denn er hat euch voriges Jahr wirklich so nett besungen. Merci Cherie, das ist ein Klassiker, der nicht solistisch ist. Merci sollten wir vielleicht öfter sagen, also danke, manchmal vergessen wir es, schadet nie. Und das vorletzte Lied aus diesem Blog, Aber bitte mit Sahne, das ist wohl eines der bekanntesten Udo Jürgens Lieder und es ist vielleicht ein Lied, weiß ich nicht, gegen den Krankheitswahn, könnte ja sein, ne? Dann geht man schon ein bisschen zurück jetzt. Jedenfalls singt es solistisch einer, den Sie auch kennen, noch aus dem Vorjahr, wo er es einmal interpretiert hat schon und alles getobt hat. Es ist Walter Stumpf, der als Theaterspieler natürlich die richtige Note, die richtigen Noten trifft. Das letzte Lied aus diesem Medley mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, ja, das ist so der Wunschgedanke von uns älteren Männern manchmal. Bisschen etwas mag ja dran sein, ist schon klar, aber ich sage immer, man wird ja wohl noch träumen dürfen und ich versuche Ihnen dieses Lied zu vermitteln.
Konditorei, oh, 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 oh,
vom Sturm auf das Buchen weh, schwarz gejöckig und auf Sahne beseelt. Auf Früchte eines Ananas, Fisch und Banane, aber bitte mit Sahne. Wir tanzen und wir weinen, wir sind 66 Jahre in der Hauptmannschaftsverein.
Cats wurde 1981 im New York London Theater uraufgeführt. Es ist das am längsten gespielte britische Musical und wurde ununterbrochen 21 Jahre lang gespielt. 21 Jahre. Das wohl bekannteste Lied daraus ist Memory. Im Musical Cats geht es um den jährlichen Katzenball, bei dem immer eine Katze ausgewählt wird, die in den Katzenhimmel aufsteigen darf und die dann wiedergeboren wird, wahrscheinlich unter ganz tollen Verhältnissen. Nach vielen Verwicklungen und Kämpfen gelingt es der vereinsamten und heruntergekommenen Lamour-Katze, Greta Bella hat diese Dame geheißen, vor allem mit dem Lied Memory, also Erinnerung, die Stimmung, die gegen sie bestand, zu kippen. Und sie ist in den Katzenhimmel aufgenommen worden und für die Wiedergeburt ausersehen. Mit Memory von Sir Andrew Lloyd Webber ist Cats ein emotionaler Höhepunkt gelungen. Diese Emotionen wird Ihnen gleich dann unsere Chorleiterin Magister Dora Sekeline Kovac mit ihrer wunderbaren Stimme vermitteln. Das nächste Stück, und damit bewegen wir uns einen Moment weg vom Musical und von Filmmelodien, ist ein Schlager, der heißt Männer mag man eben. Gesungen natürlich von einem reinen Männerchor. Ich denke natürlich, und ich bin eigentlich ganz überzeugt davon, dass die meisten Frauen diesen Schlagertitel unterschreiben können. Ja? Naja, vielleicht nicht immer, wenn wir Männer keine Fehler haben, aber fast. Aus dem Musical Jesus Christ Superstar, diesen amerikanischen dramatischen Filmmusical von Norman Jewison und der gleichnamige Rockoper von Andrew Lloyd Webber singt Gerlinde Siegel solistisch das Lied I don't know how to love him. Also, wie soll ich ihn nur lieben? Das ist ein christliches Lied. Maria Magdalena fragt, wie soll ich ihn nur lieben, weil sie von den Taten und von den Worten Jesu so fasziniert ist. Das Hauptthema, und das ist das nächste Stück von Jesus Christ Superstar, das wir gemeinsam singen, ist aus der Passionsgeschichte, sind die letzten 7 Tage im Leben von Jesus. Also wir bewegen uns durchaus mit diesem Jesus Christ Superstar, sagt ja der Titel, in einem sehr christlichen Bereich. Genießen Sie es. Und ja, das ist eigentlich schon wieder ein großes Stück und ich komme wieder, keine Frage. Thank you.
Scares me so.
Ich hoffe, nach dem Männerpatzer, man mag uns doch noch geben. Ja, bevor wir zum nächsten Programm zur Ehrung langjähriger Chormitglieder durch den Landeschorverband kommen, darf ich gleich das erste Stück nach der Pause einmoderieren. Sie werden dann sehen, warum. Es stammt aus dem Musical Anatevka. Sie wissen ja, Anatevka, Englisch Fiddler on the Roof, ist ein Musical nach dem jiddischen Roman Tevye, der Milchmann. Tevye ist ein armer Mann, der aber seinen Humor nicht verliert, der seinen Stolz hat, der Traditionen hat, auch wenn er spürt, dass die Traditionen seine Töchter nicht mehr so halten können. Die Geschichte spielt in der vorrevolutionären Zeit im russischen Kaiserreich etwa 1905 im ukrainischen Stettl Anatevka und es geht um die drohenden Pogrome, das heißt also, es hat sich schon gezeigt, auch Russland wird die Juden ausweisen und sie müssen schließlich Anatevka verlassen und gehen nach Amerika. Weil das Musical sozusagen in Amerika geboren wurde die Uraufführung war 1964 am Broadway, wo es in acht Jahren 3000 Vorstellungen gab. Es aber längst auch eine deutsche Fassung gibt, haben wir überlegt und haben gesagt, okay, wir singen es in Englisch und singen es in Deutsch. Erich Witwicki und meine Wenigkeit wollen Ihnen das dann singen, und zwar das bekannteste Lied davon, und das heißt, wenn ich einmal reich wäre. Naja, seien wir mal ehrlich, wer hätte sich das nicht manchmal schon heimlich gewünscht? Ich übergebe das Wort an die Hofrau. Darf ich den Herrn Diewold zum Jeden bitten und Herr Magister Würzburger auch? Dankeschön. Danke für die gute Stimmung, Robert Gesang. Darf ich anfangen? Liebe Obfrau Annemarie Schonker, sehr verehrte und bewunderte Chorleiterin Sekeline Kubat, geschätzte Sängerinnen und Sänger und exzellente Musiker, liebes, man kann sagen, heute auch sehr verwöhntes Publikum, die nun folgende Ehrung passt zu diesem Tag. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, es ist offensichtlich ein weiterer Höhepunkt im Höhenflug, den die Liedertafel, die Theater- und Liedertafel Stereck in den letzten Jahren bietet und erreicht hat, bewegen wir uns auf einen neuen Höhepunkt zu. Und dazu ist zu sagen, das kommt natürlich nicht von irgendwo oder plötzlich aus dem Nichts. Die Theater- und Liedertafel Stereck ist einer unserer traditionsreichsten Vereinigungen. Beklagen. Aber mit deiner gütigen Hilfe, o Herr, sind wir fast am Verhungern. Ja, ja, du hast viele, viele arme Leute geschaffen. Und ich sehe natürlich ein, dass es keine Schande ist, arm zu sein. Aber eine besondere Ehre ist es auch nicht. Was wäre denn so furchtbar daran, wenn wir beide auch so ein bisschen ein klitzekleines Vermögen hätten. Wenn ich einmal reich wär, oh ja, viele, 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 bumm. Alle Tage wäre ich wieder bumm, wäre ich ein reicher Mann. Bräuchte nicht zur Arbeit, viele, 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 bumm. Wäre ich ein reicher wie die Bank, Eidl, Deidl, 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 Mann. Ich bau den Leutenden ein Haus vor die Nase, hier in der Mitte unserer Stadt, mit festem Dach
und Türen aus geschnitztem Holz. Da führt eine lange, breite Treppe hinauf und noch eine längere führt hinab. Ja, so ein Haus, das wär mein ganzer Stolz. I fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as a cat. Quack, 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 quack. And each loud quack and cluck and gobble and honk will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, diddle, 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 tickle, tickle, diddle, diddle, dum, all day long I'd biddy, biddy, bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Diddle, 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 tickle, tickle, diddle, diddle, dum. If I were a biddy, biddy rich, tickle, tickle, diddle, diddle man. Mein Weib stolziert herum, beladen mit Geschmeide und aufgedonnert wie ein Pfau. Sie zu sehen ist eine wahre Pracht. Die feinsten Delikatessen lässt sie sich servieren, spickt sich auf als gnädige Frau. Scheucht das Personal bei Tag und Nacht. The most important man in town will come to fawn on me. They would ask me to advise them like a Solomon the wise. Would you please, Reptabby, pardon me, Reptabby, posing problems that would cross a rabbi's eyes. Boy, 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 boy. Es wär ganz egal, ob ich denen richtig rate oder falsch. Wenn man reich ist, gilt man auch als klug. Ich hätte Zeit und könnte endlich zu beten in die Synagoge gehen. Ein Ehrenplatz dort wäre mein schönster Lohn. Mit den Gelehrten diskutiere ich die Bibel so lange, bis wir sie verstehen. Ach, das wünschte ich mir immer schon. If I were a rich man, diddle, 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 tickle, tickle, diddle, diddle, dum. All day long I'd biddy, biddy, bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Diddle, 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 tickle, tickle, diddle, diddle, dum. Lord, you made the lions and the lamb. You decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? Also, über dem Regenbogen stand eigentlich aus einem amerikanischen Märchen, das drüben genauso bekannt ist wie bei uns Hänsel und Gretel. Und das heißt ja wohl, Hänsel und Gretel kennen wir noch alle. 1939 hat das Lied durch die Verfilmung mit Judy Garland Kultstatus erhalten. Solistisch wird dieses weltberühmte Lied von unserer Chorleiterin gesungen. Und jetzt sage ich einen ganz schönen Titel an. Lassen Sie sich ihn zergehen. Dir gehört mein Herz. Ist ja schön, wenn man sowas sagt, sowas meint. Ist schön. Wenn das einer zum anderen sagt,
bei welcher Gelegenheit immer, so wird sich der andere jedenfalls freuen. Phil Collins hat das im Disney-Musical Tarzan, das 2006 uraufgeführt wurde, gesungen. Heute singen dieses wunderschöne Liebeslied, das auch oft als Hochzeitslied jetzt bei uns schon gesungen wird, Lisi Wolkersdorfer und Alex Leichten. Und Sie werden sehen, das Lied ist herzerwärmend. Thank you.
Aus der West Side Story. Die West Side Story ist etwas Besonderes. Mit ihr hat sich Leonard Bernstein musikalisch praktisch unsterblich gemacht. Die Urfassung trug interessanterweise den Titel East Side Story. Der Hintergrund ist die Tragödie von Romeo und Julia von William Shakespeare. Das ist nach New York verlagert worden, 50er Jahre übertragen worden und zeigt so den Kampf dieser ethnischen Jugendbanden. Sie wissen schon, Tony und Maria sind Romeo und Julia und letztendlich kommt Tony gewaltsam um und stirbt in den Armen von Maria. Drei Lieder singen wir Ihnen aus diesem berühmten Musical, das 1957 im National Theater in Washington uraufgeführt wurde. Wir singen also für Sie Tonight, Tonight, Sie kennen es, I Feel Pretty und Amerika. Lehnen Sie sich zurück. Und eines möchte ich noch draufpacken. Das alles, was wir Ihnen heute vorsingen, hat uns die Dora in 3 Monaten gelernt.
wie Foxtrott mit dem bekannten Titel Du hast Glück bei den Frauen Bellamy, stammt aus dem Jahr 1939 und viele von Ihnen werden ihn kennen. Das ist ganz interessant. In einer Zeit, die schon schwierig war, dass man ein solches Lied noch singen durfte. Aber man hat einen Mann, der weder schön noch klug und auch kein Held ist, wie es im Text heißt. Laufen war der große Frauenschwarm seiner Zeit. Die Frage stellt sich, war er Macho oder doch eher ein Herzensbrecher, charmant, galant, ein Mann, der gefällt, wie es im Text heißt. Dieser Frauenschwarm wird unvergleichlich von Florian Bergthaler dann gesungen. Das nächste Lied, und da kommen wir schon langsam in Richtung Ende, das ist das Sister Act Musical Medley. Das ist sozusagen ein himmlisches Musical, ein Musical, das Sie vielleicht an den Film Sister Act mit Whoopi Goldberg erinnert. Der Komponist ist Alan Menken. Die Premiere dieses Musicals war 1992 in Pasadena in Kalifornien. Über London kam dieses Musical dann 2010 nach Deutschland, 2011 nach Österreich und wird übrigens in vielen europäischen Ländern immer wieder gespielt. Die drei Titel aus diesem Medley heißen Hail Holy Queen, also Sie wissen, was das heißt, I Will Follow Him. Solistin ist die Lisa Wolkersdorfer, die Sie eben gehört haben mit dieser großartigen Erklärung, ja. Und unser Abschlusslied, da lernen Sie noch einmal Alexander Reichel, der ganz glücklich ist, kennen. Und er singt, es kann gar nicht anders sein, Oh Happy Day. Und er wiederholt dieses Happy Day oft, weil er ist überzeugt davon. Und auch wir sind überzeugt davon. Und ich sage Ihnen, Oh Happy Evening, und ich sage danke, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Bellamy.
Thank you.
Applaus erkannt, dass Ihnen unser Konzert gefallen hat.
Das ist eine große Freude und auch eine starke Motivation für uns. Unser Frühlingskonzert ist besonders gut gelungen durch die musikalische und rhythmische Mithilfe unserer Band. Vorstellen möchte. Und zwar ist es der Markus Reiter, Bassgitarrist. Ivo Trula ist Gitarrist, bitte, das sind alles Strecker. Und am Klavier ist Alexander Prosch. Und dann, ich glaube, den meisten muss ich meinen Sohn nicht vorstellen. Am Schlagzeug ist mein Sohn Markus. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt und habe gesagt, wie soll ich dir danken? Ich muss mich bei ihm bedanken. Er hat natürlich auch alles Technische, die Mikrofone und alles, was wir da jetzt brauchen, eingestellt, gerichtet, gemacht. Es sind junge Leute, die sich damit auskennen. Wir können das nicht mehr so. Und ich habe gefragt, wie soll ich mich bei dir bedanken für deine Mithilfe? Hat er gesagt, Mutti, sag einfach danke, dass ich dein Sohn bin. Und viele wissen auch den Hintergrund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Ich bin froh, dass er mein Sohn ist. Unterstützung. Gut, bedanken möchte ich mich natürlich auch bei meiner Crew, die da draußen ausgeschenkt hat. Ich habe ja heute sozusagen lauter professionelle Hilfen gehabt. Ich habe ja lauter Wirtinnen, ehemalige Strecker-Wirtinnen, die haben heute ausgeschenkt. Unsere Rose, wer kennt unsere Rose nicht? Mit ihrer Tochter Bia. Das ist so. Enkelin Maria, Entschuldigung, Enkelin Maria. Dann die Marianne Boding-Bauer, werden auch noch viele kennen. Dann die Paula Althuber, wer kennt die Enkelin-Bauer. Töchter von unserem Buchner Sepp. Ich habe mir da aufgeschrieben, einmal die Ursula Kottek, dann war die zweite Tochter, die Margarete, die auch geholfen haben. Also es waren einige Leute, es war der Schwieger von A, der geholfen hat. Gell? Ja, und natürlich muss ich mich natürlich auch bei meinem Mann, beim Wolfgang, bedanken, den auch jeder kennt in Starecken. Er musste mich jetzt viele, viele, viele Wochen erdulden. Ich sage erdulden. Das ist schön gesagt. Ja? Ja, und herzlichen Dank, meine Damen, dass ihr kurzfristig eingesprungen seid und dass ihr uns geholfen habt. Es ist natürlich schon eine sehr große Sache, wenn 300 Gäste da sind. Es ist nicht so einfach. Danke nochmals. Gut, dann habe ich aber noch, möchte ich mich noch bedanken beim Peter Wörl. Wo ist er? Wo ist der Peter? Wo sitzt er? Ja. Herzlichen Dank, Peter, für die schöne Dekoration. Es nutzt einfach nichts, klärt es, klärt.
dann möchte ich mich natürlich beim Hagel Franz bedanken. Herzlichen Dank, der immer da ist, der immer filmt, der immer fotografiert und eigentlich bei allen Gelegenheiten, wo wir ihn brauchen, recht herzlichen Dank, er ist immer da. Ich glaube, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ich möchte natürlich bei den Geehrten, die Geehrten möchte ich nochmals alles Gute wünschen, herzliche Gratulation. Bedanken möchte ich mich bei dir, dass du gekommen bist und dass du mit uns die Gratulation gemacht hast. Ja, und Dankeschön. Jetzt sind wir frei, jetzt haben auch wir Zeit und jetzt können wir aufhören. Dankeschön.